Billig, komm, 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 gucken, gucken, kaufen, kaufen. Okay. Voltorb Flip is a low stack, slow payout game. I actually find it very relaxing to play. See if you can get a good streak going. The call me Lucky Jack. Every night I drive tourists around in a limousine. Every day I take my winnings to this here casino and gamble all day long. I always end up with more than I started out with, too. I like your style, kid. Here's a little gift from me to you. Schmiedigott, 100 Coins. Maybe some. Oh, Yeah, sorry. okay. There's no clocks or windows in here. How long have you been at this? Well, might as well go another round. Das ist, by the way, der gleiche Trick wie in Einkaufszentren. Ja, es gibt da keine. Doch, es gibt manchmal Fenster im Einkaufszentrum. Ganz, 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 ganz selten. Also Cash und Kauf of Shit, weißt du? Machst du dich ernsthaft bei diesem Glücksspiel mit, oder? Wieso nicht? Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel geht. Ich habe es zu selten gespielt. Und das Problem ist, nach der vierten Generation wurden ja die Glücksspiele aus den Pokémon-Editionen genommen. Weil die angeblich abhängig machen. Ja klar, Bullshit. Ich möchte hier raus. X quit. What the fuck passiert da gerade? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier wieder weg. Oh, hier geht's nicht raus. Die Pfeile lenken dich so zu diesem Fenster. Das ist ein Wohlfenster, Mann. Ja, Das ist aber da voll oben. belogen. Ja, ne? Oh, das sind keine Fenster, Bullshit-Kind. Zähl mir da weiter, ist da so ein Fenster. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Kein Plan, wie ist denn hier auf der Storyverlauf? Ach, was ich... Oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen... Was passiert hier? Oh. Warum fliehen die alle? Schmidti, you're still here. There's been some sort of disaster at the new power plant. The entire city could be in danger. Listen, I want you to get to somewhere safe, okay? Here, take this. It's a ferry ticket. Go west, then take the ferry. I think there's a gym somewhere out there too. Obtain BB Ferry BB ticket. Ferry. Listen, I've gotta go, okay? I have to rescue the survivors. Be safe. Ich wollte eigentlich vorher was Ich nachgucken. glaube, ich habe einen sau den deutschen Akzent. Habt ihr jetzt nicht drauf geachtet? Ach, das habe ich auch bei Japanisch. Ich kenne da jemand, der einen richtig deutschen Akzent hat. Die eine YouTuberin, die ich gucke? Ja, und das nervt mich einfach so Alter. übel. Vor allem bei ihr klingt das immer noch so. Ich finde, das klingt dann so schon fast so überheblich irgendwie so ein bisschen, oder so unsympathisch irgendwie so. Ich muss jetzt unbedingt das so machen oder irgendwie, keine Ahnung. Das ist so voll so. Ich Okay. versuche eigentlich meinen deutschen Akzent immer so zu vermeiden. Ja, Ich meine, versuch's mal. du kannst nie vollständig die ganzen Warst du belebst lang Eigenschaften. genug da, Ja, schätze außer du ich. lebst lang da. Du kannst es nie vollständig übernehmen, wenn du nicht dort lebst, aber ich versuche es halt zu verbergen, weil mir das so peinlich ist. Alter, das hat ein Nuklear. Alter. So, was ist mein Party? Ach, der ist Stahl, okay. Voll die Giraffe. Ja, ich bleib dann erstmal bei den Pokémon, die ich habe. So, welche Fähre soll ich denn bitte nehmen? Wo ist denn hier bitte eine Fähre? Ja, er sagt Go West oder so. Ach so, ich soll. Oh nein, ich wollte nicht in die Arena. Fuck! Komm zurück, 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 zurück. Lalalala. Welches ist der Strand? Bin ich noch richtig? Warte, ich guck mal auf die Map lieber. Naja, West müsste links sein. Ich weiß. Der will, dass ich hier hingehe. Hier. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie hin kann. Oh, jetzt kommen die ganzen Wüsten-Pokémon. Oh, die sind ätzend. Vor allem diese Vor allem Kokosnuss-Scheiße. dieser Burger. Für mich ist das ein Burger. Es ist ein Einsiedlerkrebs, Das der in ist der ein Burger. Kokosnuss lebt.
So, hoffentlich habe ich noch ein bisschen Schutz dabei. Oh, ich habe das Zeitverhältnis verloren. 20 vor 11. Ach du Scheiße. Warum kommt mir das eigentlich nicht so spät vor? Ich weiß es nicht. Shit, ich habe kein Ding mehr dabei. Kokora. Was ist? Oh, ich drücke den falschen Knopf die ganze Zeit. Spasti. Wusstest du, dass gerade Blumen an einem bestimmten Gleis niedergelegt werden? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja? Das gibt's ja in London. Ja, ja. Alter, ein Coruscant. Wild Coruscant. Ich mag Coruscant nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Das ist eine Steinkoralle. Ich weiß, aber ich mag die nicht. Ich habe eine Steinkoralle. Ich weiß. Okay. Ich weiß nicht, dass das Pokémon dazu magen muss. Mögen muss. Mögen muss. Also Deutsch-Echse, keine Rückmeldung. Ich lerne so viele Fremdsprachen, ich kann langsam kein Deutsch mehr. Das übernimmt langsam Überhand. Das geht so, was soll ich tun? Ja, schmeiß was Altes weg. Ja, Deutsch, das ist das Älteste, was ich habe. Okay, raus damit. Den Scheiß brauchen wir nicht mehr. Haben ja genug andere Sprachen, um zu verständigen. Ja, vor allem Dothraki. Ja, Dothraki. Damit kann man sich voll unterhalten. Ja. So, hier kann ich nach Westen. Kann ich hier nach Westen? Kann ich hier nach Westen? Oh, guck mal, hier ist eine Brücke oder so. Ja. So, bin ich noch richtig? Vielleicht nicht. Ferry muss ja irgendwo da sein, wo so ein... Es sieht aus, als ob ich südlich laufe. Und schon wieder ein Pokémon. Bom, 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 bom. Pokémon-Monster. Ich liebe einfach das Wortspiel von Nietzsche, da. Pokémon-Ingo. Ah, statt Good Morning. Pokémon-Ingo. Ich dachte erst so, Pokémon-Ingo. Was meint der? Was ist Pokémon? Verstehe ich das irgendwie nicht. Und dann hat es mir das so, ach du Scheiße, das ist ein Wortspiel zwischen Good Morning und Pokémon. Ja. Bist du Alter? Ich würde sagen, ne, wir müssen unbedingt mal den Game Freak Tower besichtigen. Kann man das, ja? Ja, nicht innen drin, aber so davor stellen und Fotos machen. Hm. Hey, wir sind anlecken. Heute bei, wir sind beim Game Freak. Und anlecken. Ah. Willkommen zur Tandor luxuriösen Kreuzfahrt. Ist das das Kreuzfahrtticket? Okay, willkommen an Bord. Welcome to the Tandor Luxury Cruise. I know you're probably worried about the crisis at the nuclear power plant, but here you can relax. You may take a nap in your own personal room or may explore the boat. Many of the other passengers are Pokemon trainers like you. I'm sure that they will be interested in battles. Ach, das ist so typ. The ferry left the harbor. Das ist so typisch einfach, dass irgendwie sau viele Pokémon Spieler so eine Fähre. Warte, ich krieg quasi. Das erste Gen hatte die MS Anne. Gut, man ist damit nicht gefahren, aber man war mal im Hafen drin. In zweite Gen, also Gold, Silber, Kristall, hat man die MS Aqua, die zwischen Johto und Kanto gefahren ist. In der dritten Gen hatte man in den Originalspielen, sage ich mal, ich habe eine Fähre zur Kampfzone oder so. Boah, keine Ahnung. Aber da ist man nicht gefahren mit, oder? So tief habe ich mich. Ja, ich weiß nicht. Und in den Remakes hat man wieder die MS Anne und dann diese Sprinterboote, Katamarane, whatever, aber da hat man nicht gekämpft drin. Dann vierte Gen. Sagen wir, es gibt einfach fast überall Schiffe, also. Ja. Okay, fangen wir hier links an und dann. Yes. Alter, Theo! It's you, I mean, of course you'd be here. The next gym's this way, isn't it? I mean, Carly. It was hard, but my Pokémon tried their best. Will jetzt mit dir kämpfen, oder was? Sieht so aus. Lol. Hast du schon mal eine Synchro von mir gehört, wie ich den synchronisiere? Nein. Musst du dir mal reingeben. Schon zu. Hey, Abi Carly! Oh nein. Sag mal. Ich versuch's mal mit dieser Oma, ja? Hello, dear! I was a trainer once! Oh, what a lovely time that was!
But now I'm old and crotchety and I have no use for the sim! weil der Theo, der schreit immer so, weißt du? Der wirkt immer so hyperaktiv und okay. So. Dadurch. Will you make good use of it? Natürlich werde ich good use of it machen. Doppelteam. Okay. Richtige Ninja-Oma. Mhm. Alter, so Ninja-Oma. Fällt mir ein. Ja. Ich war heute in der Universität. Hatte dort eine Rücksprache mit einer Professorin bezüglich eines Referats und so ein Shit. Alter, die hat so viel geiles Zeug in ihrem Raum gehabt. Ich hätte diesen ganzen Raum einfach genommen und hier in unsere Wohnung reingefügt. Besser dran gebaut, haben wir mehr Platz. Das war so geil, einfach da waren so viele Bücher und so ein Teeservice und alles. Das war richtig geil. Boah. Ich bin ja so ein Fan von so ostasiatischem Geschirr. Ja. Weil das einfach mega schön designt ist und alles. Nicht so wie hier so ein weißer Teller. Mit einem blauen Strich oder ja, so? Ja, das ist richtig hässlich hier. Und dort ist es einfach so geil. So eine Kunst für sich, weißt du. Ja, und die ja. Einfach so viel davon, ne? Die da so ein Getränk gehabt, so einen japanischen Tee oder so ein Shit. Ja. Und irgendwelche so ganz viele Bücher und DVDs in ihrem Zimmer stehen. Ich dachte so, Alter. Gib mir einfach diesen Raum. Hm? Das war der Shit. Mach ich dir, der Shit. Ja, mach mal einen Low-Kick lieber. Jo, Critical, genau. Oh! Nein! Nein! Vor allem, ich hab nichts so Gutes gegen Pflanzen-Pokémon. Mach ein anderes Team! Ja, aber dann muss ich eh wieder irgendwas aufleveln und so, weißt du, ich mein? Oh Mann! Wie viel ist noch da in deiner Flasche? So gut die Hälfte. Ja, dann gib mir nochmal das andere Getränk. Moment. Mhm. Oh, voll kalt. Ja, kommt was im Kühlschrank. Freshly from the... Wie heißt das auf Englisch? Fridge. Vom Fridge. Man kann auch Refrigerator, glaube ich, sagen. Und für was, wenn es Fridge gibt? In Deutschland sagt auch niemand Automobil. Yes, oder Personenkraftwagen. Sagt auch jeder Auto. Aber weißt du, was ich schön finde? Ja. Gut, die Flasche reicht nicht ganz. Aber ja, das kann man so trinken. Britisches Englisch. Ja. Und ich meine nicht nur die Aussprache, sondern auch die Begrifflichkeiten, die die haben für Pommes und Chips zum Beispiel. Ja. Amerikanisches Englisch, Pommes, Fries. Britisches Englisch, Chips. Ja. Amerikanisches Englisch, Chips, Chips. Und britisches Englisch, Crisps. Da finde ich, bei den Begriffen gefällt mir die amerikanische Variante irgendwie besser. Nicht. Ich finde, Crisps klingt so edel irgendwie. Weißt du, was ich meine? Okay. Also ich finde, für mich klingt eh so... Britisches Englisch ist für mich so, oh, Shakespeare. Mhm. Alter, direkt ein Critical hat er rausgehauen, der Fick. Rassaf heißt Prime Ape. Ja, was denn? Das ist doch so ein... Alpha-Affe. Ja, irgendwie sagen. Sowas. Gut, heil mir den mal. Karate-Chop. Jo, wie viel der abzieht. Machen wir mal eine Magnitude hier, würde ich sagen. Alter, Magnitude 9. Ist es Erdbeben? Nein, Intensität, weil es ändert sich da, ändert sich die Stärke immer. Das, okay. Ich kenne nur eine Attacke, bei der es so ist, nämlich Intensität. Ja. Vor allem noch Boden. Je understand. Very good. Very, very good. Ja, Karate-Chomp ist okay. It's not very effective, okay. Darf ich mit Neuigkeiten aus der Welt füttern? Dann tu dies halt. Was gibt's? Wusstest du, dass in Schweden übrigens diese nordischen Länder sind meiner Meinung nach total fortschrittlich? Das mag sein. Wusstest du, dass in Schweden es jetzt neue Schaufensterpuppen gibt in einigen Geschäften? Nein. Die im Gegensatz zu... Also